Der Piped Piper. Der Rattenfänger. Some people believe this story is true. Manche Leute halten diese Geschichte für wahr. And others that it is not. Andere nicht. But either way, Aber in jedem Fall I will tell you the story. werde ich euch diese Geschichte erzählen. In the days of the old, Vor uralten Zeiten there was a town called Hamelin. gab es eine Stadt namens Hameln. It was an ordinary town Es war eine ganz gewöhnliche Stadt with ordinary people, mit ganz gewöhnlichen Leuten. just like you and me. Leuten wie du und ich. One year the town had an invasion of rats. Eines Tages fielen die Ratten in die Stadt ein. There were big rats and small rats. Da waren große Ratten und kleine Ratten. Fat rats and thin rats. Dicke Ratten und dünne Ratten. Wherever you looked, there were rats. Wo man hinschaute, da waren Ratten. As you can imagine, Man kann sich gut vorstellen, the people of the town were very upset. dass die Bewohner der Stadt sehr verärgert waren. They stormed to the town hall Sie stürmten das Rathaus and demanded that the mayor und verlangten vom Bürgermeister, do something immediately. sofort was zu unternehmen. He shouted, Er schrie: "What can I do? Was kann ich denn tun? I am not a rat catcher." Ich bin kein Rattenfänger. At that very moment, In diesem Augenblick a stranger appeared, erschien ein Fremder. wearing strange clothes Er war seltsam gekleidet and holding a pipe in his hand. und hielt eine Flöte in seiner Hand. The crowd stared at the stranger Die Menge starrte den Fremden an. the way that people often stare at strangers. So wie man oft Fremder anstarrt. But that didn't bother him. Aber das belästigte ihn nicht. The stranger walked straight up to the mayor and introduced himself. Der Fremde ging sofort zum Bürgermeister und stellte sich vor. They call me the Pied Piper. Man nennt mich den Rattenfänger. And if you pay me 20 pieces of gold, Und wenn Sie mir 20 Goldstücke zahlen, I will take all your rats away. werde ich all diese Ratten wegschaffen. Well, this was music to the mayor's ears. Das klang wie Musik in den Ohren des Bürgermeisters. If you can truly do what you say, Wenn dir gelingt, was du da sagst, I shall be more than happy to pay to you. dann werde ich überglücklich sein, dich zu bezahlen, He replied. rief er. The townspeople waited and watched. Die Bewohner der Stadt warteten und schauten. Could this so-called Pied Piper Könnte dieser sogenannte Rattenfänger really get rid of the rats? wirklich alle Ratten verschwinden lassen? The big rats and the small rats, Die großen Ratten und die kleinen Ratten, the young rats and the old rats. die jungen Ratten und die alten Ratten. The Pied Piper slowly started to play his pipe. Ganz langsam fing der Rattenfänger an, auf seiner Flöte zu spielen. An unbelievable thing happened. Da geschah Unglaubliches. From every nook and cranny, Aus allen Ritzen und Löchern the rats poured out onto the street. strömten die Ratten auf die Straße. And under the spell of the music, Wie gebannt von der Musik, they followed the piper. folgten sie dem Flötenspieler. They followed him out of the town Sie folgten ihm aus der Stadt
to the river Weser. In den Fluss Weser. Here the Pied Piper changed his tune. Hier spielte der Flötenspieler eine andere Melodie. And with a mournful wailing, und mit kläglichem Winseln, the rats threw themselves, stürzten sich die Ratten, into the icy water and drowned. In das eiskalte Wasser, wo sie ertranken. The mayor of Hamelin was a greedy man. Der Bürgermeister von Hameln war ein geiziger Mensch. And he wasn't going to give any money to a stranger. Er wird keinem Fremden irgendetwas zahlen. When the Pied Piper came, als der Flötenspieler kam and demanded his pieces of gold, und seine Goldstücke forderte, the mayor laughed and shook his head. Da lachte der Bürgermeister und schüttelte den Kopf. He snarled, er knurrte, now that the rats are gone, wo doch alle Ratten weg sind, why should I pay you anything? Warum soll ich dir was zahlen? The people stood and listened. Die Leute standen herum und hörten zu. They didn't stand up for the piper. Aber keiner trat für den Flötenspieler ein. Even though they knew, obwohl sie doch wussten, that their mayor was wrong, dass ihr Bürgermeister im Unrecht war. They didn't say a word. Sie sagten kein Wort. Think again, Mayor. Denk noch einmal nach, Bürgermeister. The piper warned. Warnte der Flötenspieler. If you don't pay, wenn Sie nicht zahlen, then I will make this town suffer. Werde ich unvorstellbares Leid über die Stadt bringen. Worse than the rats. Schlimmeres als Ratten. The mayor couldn't think of anything. Konnte sich der Bürgermeister nicht vorstellen. So he stormed off shouting. Er stapfte davon und rief. I will not pay you. Ich werde dir nichts zahlen. That very afternoon. Am selben Nachmittag. While the people were busy. Als alle Leute damit beschäftigt waren. Repairing their town, ihre Stadt zu reparieren, the Pied Piper stood in the town square, stand der Flötenspieler auf dem Marktplatz. Slowly he lifted the pipe to his lips, langsam hob er die Flöte an seine Lippen, and played a tune, und spielte eine Melodie, that no words could describe, die mit Worten nicht zu beschreiben war. With each new note, mit jedem neuen Ton, more and more children appeared, kamen mehr und mehr Kinder, and danced and sang to the music, und tanzten und sangen zur Musik. The Pied Piper turned, der Flötenspieler drehte sich um, and walked out of the town playing his pipe. Und ging zu den Tönen seiner Flöte aus der Stadt hinaus. And all the children followed. Ihm folgten alle Kinder. Caught under the spell of his music. Gebannt vom Zauber der Musik. They danced and sang to the rhythm of the tune. Sie tanzten und sangen zum Rhythmus der Melodie. And went up the hill. So ging es hinauf auf einen Hügel. There at the end, dort am Ende, suddenly a door opened, öffnete sich plötzlich ein Tor. They followed the Pied Piper, sie folgten dem Flötenspieler, inside the hill, ins Innere des Hügels, and were never seen again, und wurden nie mehr gesehen. Only one kid was left outside, nur ein Kind blieb draußen zurück. He could not walk as fast as the others. Es konnte nicht so schnell laufen wie die anderen. When the little boy returned to the town,
Als der kleine Junge zurückkam in die Stadt, It was as if the spell had been broken. Schien es, als sei ein Bann gebrochen. The people stared at him in disbelief. Ungläubig starrten die Menschen ihn an. When he told them what had happened, als er berichtete, was geschehen war. They called and cried for their children. Sie riefen und weinten nach ihren Kindern. But they never saw them again. Aber sie haben sie nie wieder gesehen.